OBO. Fee liebt Matthias Schweighöfer mehr, als Worte ausdrücken können. Diese rührende Liebeserklärung macht sie ihrem Freund auf Instagram zum Geburtstag. Zwei dazugehörige Bilder werfen jedoch Fragen bei den Fans auf. Erst Anfang Februar 2023 machte Matthias Schweighöfer, 42, Freundin Rubio Fee, 27, auf Instagram eine rührende Liebeserklärung zum Geburtstag. Nun revanchiert sich die Schauspielerin mit einem Schwung privater Fotos. Emotional ausschweifenden Worten und zwei Schnappschüssen, die für Aufregung bei den Fans des Paares sorgen. Rubio Fee macht Matthias Schweighöfer rührende Liebeserklärung. Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Ich fühle mich so glücklich, dich an meiner Seite zu haben. Ich liebe unsere Unterhaltungen und wie wir uns in Zeit und Raum verlieren können und über alles und jeden reden. Ich liebe unsere kleinen Abenteuer zusammen und ich kann es kaum erwarten, dass noch mehr kommt. Ich bewundere, wie du immer die kleinen Details bemerkst und die Schönheit in allem findest. Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können, und ich kann es kaum erwarten, noch mehr tolle Erinnerungen mit dir zu schaffen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Lieblingsmensch, schwärmt Rubio Fee auf Instagram und zeigt allen, wie glücklich sie mit ihrem Matthias ist. Das bezeugen auch die herrlich witzigen, aber auch romantischen Schnappschüsse aus vergangenen Tagen. Ich liebe deine Hände. Bild 9 und 10 aus der Galerie machen jedoch stutzig. Darauf zu sehen, lediglich Matthias Schweighöfers Hand, am Ringfinger ein goldenes Schmuckstück. Darauf will Ruby anscheinend aufmerksam machen, betont, und ich liebe deine Hände. Eine Userin fragt in der Kommentarspalte, ob das Paar den nächsten Schritt gewagt habe. Vielleicht macht sich Ruby mit der Bemerkung und den beiden Aufnahmen aber auch nur über die Gerüchte lustig, die bereits Anfang 2022 aufgrund eines goldenen Ringes an Matthias Hand kursierten. Seit 2019 sind Rubio Fee und Matthias Schweighöfer ein Paar, sind mittlerweile auch im Ausland erfolgreich mit Filmen wie Army of Thieves. Zuvor war er viele Jahre mit Regieassistentin Angelika Schromm liiert, mit der er zwei Kinder hat.